In der Suppe? Ist die in der Suppe? Aus, oder was? Achso, der Herd ist heiß. Eieiei, ich leg mich hier erstmal auf den Grill. Was? Okay. Okay, ich glaube, die ist da hinter dem Bild. Kann das sein? Nee, ist hier drinne. Tatsächlich ist die da drinne. Die ist... Lecker gekochte Spinne, ja. So. Zack. 176. Okay, meint er, hier gibt's noch mehr? Kann ich die Krüge nochmal kaputt machen? Alles schön kaputt machen hier. Guck mal mit Auge? Auge der Wahrheit? Okay, warte. Wegen dem Hund oder was? Auf dem Bogenplatz, ja, da gucken wir auch nochmal vorbei. Ich gucke mal hier ganz kurz, ob ich hier noch irgendwas finde. Ah, mein neues Leibgericht. Da oben bei der Schatzkiste waren wir auch noch nicht, ne? Da könnte auch noch eine... Guck mal, die ist noch zu. Da könnte auch eine Skuldi drin sein. Da kam man damals noch nicht hin. Stimmt. Das ist auch eine Schatzkiste. Hm? Cool, danke. Wundervoll. Hä? Überall Schatzkisten. Wahnsinn. Ja, da ist bestimmt ein Herz da drin, denke ich auch. Alter, das ist so dunkel bei mir. Wenn ich dann rüber auf euren Bildschirm gucke, ich spiele jetzt über euren Bildschirm, ja? Ist das okay? Also sehe ich halt nichts. So, gehen wir mal hier rein. Das ist, ja, einfach die Seite, wo ich eben rauskam. Oh, wo kommt das Geld her? Eure Seite ist viel schöner und heller. Mag ich viel lieber. Kann ich hier hoch? Nee. Dann kann ich nur hier rein erstmal. So, damals konnte ich mich halt auch nicht so richtig umsehen. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch, da waren hier alle richtig am rumsnipen. Hier war auf jeden Fall auch schon mal eine Scootie, aber hier ist sonst weiter nichts. Nö. Okay. Raus hier. Okay, wo können wir denn noch hin? Ich kann hier hoch. Da drüben kann man noch rein. Wenn ich auf die Kiste gehe, das bringt mir ja auch nichts, oder? Ah doch, cool. Ah, dann kann ich doch aufs Dach. Kann ich mit den Hasenohren weit genug springen, um an die Kiste zu kommen? Ist auch noch eine Kiste. Überall so kleine Schatzkisten. Ich werde verrückt. Bomben! Hier ist bestimmt irgendwo das Secret of Mana versteckt. Ich bin mir sicher. Der Stock. Der Stock. So, nee, ich... Glaub nicht, dass ich darüber komme, oder? Nö. Aber es war knapp. Muss man mir schon lassen. War ich hier schon drin? The Stick of True. Achso, ja. Fast. Ja, dann müssen wir auch als Erwachsener nochmal rein. Ah, oh, ist das nervig. Wie weit bist du eigentlich schon beim Vorspielen von Minish Cap? Nö, ich habe noch kein Schild bekommen. Ich bin immer noch schildlos. Vielleicht machen wir das ganze Spiel noch ohne Schild. Ja, I don't know. Ansonsten sind ja alle Gänge zu, ne? Ich glaube, das war's jetzt erstmal. Mehr kann ich, glaube ich, hier als Kind erstmal nicht machen. Dann geht erstmal nach oben. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus, Kitsune. Also ich... Alter, ist das neblig. Es regnet auch noch.
Ey, ich sehe ja gar nichts. Skuldi? Irgendwo ist cool. Sagt mir, wenn ihr was seht. Ich sehe hier gar nichts, ne? Also ich sehe wirklich nichts. Aber bei euch ist auch echt dunkel. Wenn ich das Schild bei Fadi bekomme, ja, das wäre echt krass. Ganz beim ersten Eingang gab es da nicht einen zweiten Weg nach oben weg. Ja, dann sind wir vorhin schon reingegangen. Also den haben wir quasi schon. Stimmt, die habe ich schon mal was weggefeuert, ne? Alter, warum regnet's denn hier? Was ist denn hier los? What? Was ist passiert hier? Alter. Okay, wartet mal. Hier ist gerade ganz viel anders. Das ist hier ganz anders gerade. Hier passieren gerade Dinge. Leute, hier passiert gerade irgendwas Schlimmes, glaube ich. Wir sind vielleicht gerade in einem Secret Dungeon oder so. What the heck? Was passiert da? Ich sehe nichts. Nee. Kein Secret Dungeon. Hey, warum sind hier diese ganzen Säulen? Wer hat die da hingepackt? Ich sehe hier nichts, ne? Garnon ist umgezogen, ja. Ich glaube auch. Okay, aber... Hä? Ja, aber als Erwachsener war das ja nicht hier. Als Erwachsener war das nicht alles hier. Deswegen, ich kann das halt nicht mit den Titanhandschuhen wegräumen. Als Erwachsener war ja ganz normal. Haben wir ja ganz normal unser Spiel gespielt hier. Bin gerade mega verwirrt. Warum? Und ich sehe halt gar nichts, Leute. Da ist ja diese Treppe. Das ist diese Treppe von Dodongos Höhle. Aber... Wie soll ich denn da hochkommen? Also damals waren es ja Bomben, ne? Auge der Wahrheit. Ja, das ist halt die Frage, ob ich da hoch kann. Ich sehe halt nichts, das ist das Problem eigentlich. Warum ist das hier? Ja, keine Ahnung, habt ihr noch Ideen? Feuer Inferno. Warum nicht? Können wir mal probieren? Keine Ahnung, ja. Irgendwas getriggert nach dem Tempel. Ja, näheres Umarmung, glaube ich ja nicht. Meint ihr, ich kann hier irgendeinen Stein? Guck mal, der hier. Da kann ich hochlaufen. Ja. Oh Gott, was werden wir hier finden? Was zur Hölle? Oh nein, Leute, ich muss einen Rückwärtssalto machen, glaube ich. Das ist ein, keine Ahnung, eine Brezel ist das. So. Das alles für eine Skulti, meint ihr? Das wäre ja sowas von krank. Die sind so krank, die Entwickler, ganz ehrlich. Ja, ich höre sie. Ah, guck mal. Da ist was zum Hochklettern. Kommen wir dann auf andere Weise hoch? Nö. Ich glaube, ich muss da dran springen, oder? Ja, I guess.
Na toll. Ja, ist eine Schultertaste. Ja, ja. Manno. Aber ich lasse die nur einmal zählen. Ich lasse die nur einmal zählen. Ist mir egal. So. Ich glaube, wir müssen hier noch öfter hoch. So wie ich mich hier anstelle. Boah, ich sehe hier gar nichts, ne? Das ist das Schlimmste eigentlich daran. Warum müssen die denn hier Regen einbauen? So, da drüben müssen wir dran springen, aber hä? Das schaffe ich doch gar nicht. Vielleicht war das auch gerade dumm von mir. Vielleicht muss ich doch hier lang weiter. Ja, ich glaube schon. Mensch. Mensch. Ich bin doch kein Regelbrecher. Ihr seid so gemein zu mir. Was war das? Das war alles aber kein Rückwärtssaldo. So. Ich halte mich immer an das Gesetz. Meistens. So, alle hopp. Also ich denke, wir müssen den anderen Weg lang, weil das hier ergibt halt keinen Sinn. Da kann man sich zwar festhalten, aber da komme ich ja nicht ran. Finde ich irgendwie cool. Das findest du cool? Ja, ich finde es auch cool. Ich habe nicht mehr gezählt, weil Zelle eben gesagt hat, Strafe, was heute darauf kommt, wird beim nächsten Mal abgezogen. Naja, es ist nun mal so, ne? Wenn wir früher fertig sind, sind wir früher fertig. Was soll ich denn da noch machen? So. Fit, ey, warum fall ich denn da immer runter? Ich mag das Neue. Ja, es ist auch cool. Aber es muss auch nicht regnen. Ja, es macht eine düstere Stimmung halt, ne? Mann, ich glaube, ich muss da an der Stelle einen Seitflipper machen. Das ist meine Theorie gerade. Ja, oder Backflip, ja. Ach, Mann. Ja, Leute, sorry. Ich fail hier gerade rum. Weißt du was? Ich mach zumindest mal Tag. Weil wir können ja auch, wenn wir oben sind, wieder Nacht machen, oder? Ah, nee, kann man nicht. Ich lande jetzt wieder ganz woanders. Nö, ich muss das in der Nacht machen, ne? Ich muss das in der Nacht machen. Das ist ja nervig. Weil. Ja. Ich muss das in der Nacht machen. Geht ja nicht anders. Weil wenn ich oben Nacht mache, lande ich ja wieder dann da unten. Das ist ja sinnlos. Mann, aber warum kann denn die Nacht nicht so sternenklar sein wie jetzt hier? Deswegen, ich würde heute einfach sagen, wir halten uns so an die 2 Stunden. Und ich mache halt so ein bisschen Überlänge, je nachdem wie lange ein Gebiet noch dauert. Und dann passt das. So. Weil dann wäre es zu einfach. Wenn man mal ordentlich was sehen könnte, dann wäre es halt zu einfach, ja. Das stimmt wohl. So, also hier machen wir jetzt einen Seithüpper, oder? Würde ich sagen. Irgendwie so. Jo. Ah, das ist auch eine Ranke. Aber da komme ich auch nicht hin, oder? So, jetzt hier auch ein Seithüpper, oder? Ne, hier geht wieder ein normaler Jump. So, dann hier rüber. Ja. Da ist das Ziel, Leute. Aber ich komme halt nicht hin. Ist doch nicht dein scheiß Ernst.
ich da auch wieder einen Seithüpper machen? Halt. Das ist wegen einer Skulltie oder so, ne? Wenn es da oben kein Herz gibt, ich raste aus. So. Ich sag ja, Sintflut, aber nur da oben. Ja, das ist blöd. Okay. Aber wir haben es ja jetzt soweit jetzt erstmal raus. Also bis hierhin müssen wir so machen. Und zum fünften Mal, ja. Kann auch sein, dass es noch 10-mal kommt heute. So, hier machen wir einen Seithüpper. Hier können wir rüber. Und hier können wir rüber. Und hier hat eben nicht geklappt. Würde ich auch nochmal einen Seithüpper? Oh Gott. War auch schon wieder so knapp. Ja, aber wo sollte das hinführen? Kann ich jetzt hier wieder normal springen? Ja. Und jetzt muss ich da dran springen, wa? Weil alles andere ergibt ja keinen Sinn. Ja. Okay, wir haben's. Yay, Leute! Applaus! Applaus in den Chat! Jo, und ein Herz, da gibt's auch. Danke! Oh, das war aber anstrengend. Es gibt sogar zwei Skulltis. 177 und 178. Ach, Gott sei Dank, ey. So, meint er, wir haben es hier? In der Festung? Mr. Rafa, hallihallo. Was geht? Wie steht's? Nee, hier gibt's immer noch Skulltees. Leider. Dann hat es sich ja gelohnt. Ja, wenigstens was, ne? Gibt am PC keinen Applaus, Manni. Was? I searching. Es gibt keinen Applaus, Smiley? Echt nicht? Krass. Hätte ich für sich gedacht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Der macht Applaus mit den zwei Fingern. Das ist für kleine Menschen. Ne, das war gemein. So. Voll durchgeweicht, ja. Link ist richtig durchgeweicht. Okay, ansonsten war hier jetzt erstmal nichts weiter, ne? Ja, müssen dann als Erwachsener Link nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Skulltee-mäßig. Als junger Link hätte ich jetzt gesagt, sind wir hier durch, oder? Was meint ihr? Fällt euch noch was ein? Sind eine Kapuze, das passt schon. Achso. Jo, dann ist er nicht so schnell durchgeweicht, ne? Hier fehlt halt auch das Loch, einfach, ne? Oder gibt's das hier? Ne, warte mal. Gibt's hier ein Loch? Scheiße, ist sicher auch dunkel. Nö. Also hier mal auch kein Loch weiter. Ich hätte dann gesagt, wir sind hier als junger Link fertig. Ich hoffe es zumindest. Nicht, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Das weiß man halt dann erst, wenn man, ja, wenn man schlauer ist, ne? Okay. Ich würde sagen, ich schnapp mir hier nochmal einen Huhn. Und ansonsten, was habe ich verpasst? Wir waren oben und haben das Geheimnis gelöst, Kitsune. Ein Herzteil und zwei Skulltees haben wir gefunden. Richtig geilo. So.
Ich habe den Applaus mal im Internet gefunden. Sehr gut. So. Na, dann hast du jetzt nicht wirklich was verpasst, glaube ich. Ja. Wir kommen als Erwachsener wieder, würde ich sagen. Ja. Erwachsener, Leute. Als Erwachsener. So, es ist 20.10 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Wir kommen als Erwachsener wieder. Genau. Ne, ich würde jetzt sagen, als Erwachsener gehe ich nochmal in das Gebiet, fliege da nochmal mit der Erbse. Gehe zu der einen Kiste rüber. Und dann würde ich sagen, geh mal langsam Richtung Feierabend. Aber wir machen das noch. Die zwei Sachen wenigstens. In der Hoffnung, dass dann wenigstens Gerudo Valley abgeschlossen ist. Das fände ich toll. Ja. Das wäre ganz geil, wenn wir das auch hinkriegen. Und ja, als Erwachsener Link gucken wir dann im nächsten Stream in der Gerudo-Festung weiter. Gerudo-Festung, Gerudo-Wüste. Und Wüstenkoloss war fertig, gell? Wüstenkoloss war fertig. Genau, machen wir die zwei Punkte noch als Erwachsener Link. Dann geht's noch zu den Zoras. Ich denke mal, im Goron-Tempel wird es auch nochmal ordentlich was zu holen geben. Also Goronia wird es auch nochmal richtig was zu holen geben. Dann sind wir durch, glaube ich, oder? Kakariko müssen wir auch noch gucken. Da könnte es auch noch was zu holen geben. Als Kind und als Erwachsener. Also wir haben schon noch ein bisschen was vor uns. Kann sein, dass der nächste Stream auch nicht ausreicht. We will see. So Leute, was macht ihr noch Schönes oder was habt ihr schon gemacht am Wochenende? Erzählt mal. Damit wir hier nochmal ein bisschen Communication führen. Wir haben jetzt so ein bisschen, ja, Hausputz gemacht, haben Anime geguckt und Paper Mario gespielt, ich und meine Frau. Also eher so unspektakuläre Sachen. Kann sein, dass der nächste Stream auch nicht ausreicht, dann hätten wir doch besser aufpassen sollen mit den Minuten. Vielleicht, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Ich würde halt jetzt nicht mehr so einen Stress machen, was das angeht. So. Ja, ich ziehe mich jetzt zu der Kiste schnell, oder? Ja. Ja, so machen wir das. So. Mich graust jetzt schon wieder davor, Nacht zu machen, aber wir machen es einfach mal. Ich bin halt den ganzen Tag mit meinem Sohn beschäftigt und naja, dann sind wir arbeiten, wenn da keine Frau ist. Okay. Naja, aber ihr habt doch bestimmt auch was Schönes gemacht, oder? Zusammen. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ich kann mich ja einfach hinschuten, theoretisch, ne? Ah, guck mal, da ist ein Loch. Da waren wir auch noch nicht. Ja, das war mir irgendwie schon klar. So, da mal ein Herzteil. So, jetzt fehlen noch drei Herzteile, richtig? Ist doch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir vielleicht doch noch alle zusammenkriegen. Mal gucken. Okay, in dem Loch waren wir da schon, Leute? Mal gucken. Der Longshot. Das ist der Ultrashot.
Das ist der Ultra-Shot, Kitsune. Der ist noch krasser. So, ich guck grad mal. Ich denke halt, dass hier auch Skuldi sein können. Mir ist so, als ob wir schon mal in der Feenquelle eine Skuldi gefunden haben, oder? Kann das sein? So, ich gehe nochmal hier lang. Bei uns fehlt hier halt auch noch eine Skuldi. Na gut, der Ultraschutz ist okay. Ja, ja, genau. Ich habe eine gefunden. Die war hier. Noch 21. Okay, was sagt die Karte? Was sagt die Map? Ah, es gibt immer noch welche. Menü. Aber war irgendwie klar. So, okay. Hier gibt's nix. Gibt's da unten irgendwas? Da gibt's auch nix. Ich wette, in der Gerudo-Festung gibt's irgendwo noch welche zu finden. Irgendwelche Skuldis. Okay. Haben wir denn hier noch irgendwas? Ich spiele mal kurz das Lied. Normalerweise ist hier halt ein Loch, aber ich glaube... Ne. Das ist ja auch nicht. Ja, aber als Erwachsener haben wir jetzt hier auch die Eingänge alle frei, ne? Das war jetzt nur als Kind abgesperrt. Ob hier noch irgendwo eine Skuldi rumhängt? Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich hole jetzt noch die von der Erbse schnell. Und dann machen wir Feierabend. So. Also beziehungsweise vielleicht ist da auch keine Skuldi, sondern ein Herzteil. Vielleicht auch beides. Man weiß es nicht. So, und ihr meintet halt, dass irgendwo hier drüben an der Wand noch eine Skuldi war. Müssen wir auch nochmal gucken. Ich hoffe es. Ja. Okay. Da habe ich wohl eine vergessen. Ja, nice. 180 Leute. Noch 20 Skuldis. Ja, vielleicht wird es auch schon der nächste Stream. Wie gesagt, es sind nur 20 Skuldis, die noch fehlen. Das ist nicht so viel. Ich würde mich mal kurz zu dem rüberziehen. Und dann machen wir es wie eben mit den Schuhen. Alter, was? Mit den Schuhen. So, ihr meintet, hier ist irgendwo eine Skuldi gewesen. Na gut, jetzt nicht. Dü-dü-dü. Dü-dü-dü. So, eine Skuldi. Leider sehe ich keine. Ah, oh, da ist eine. Guck mal. Alter. Bist du eben in ein unsichtbares Skuldi gesprungen? Ich glaube, ich bin, keine Ahnung, ich bin zu schnell gegen das Ding gerollt. Oder so. Irgendwie sowas in der Art. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier runter. Ah, Gott sei Dank. Ist auch eine knappe Sache. So. Und dann, ich denke, wir kommen doch mit der Erbse da jetzt vorbei, oder? Okay. Sorry, das war der Brückenpfeiler. Aber wir haben ja noch eine andere gefunden. Die hätte ich nicht gefunden, wenn du nicht gefragt oder wenn du das nicht gesagt hättest. Ja, toll.
Okay, haben wir denn jetzt wenigstens hier alle? Nö, wir haben immer noch nicht alle. Gibt's doch nicht. Okay, im nächsten Part geht's weiter, Leute. Dann schauen wir uns hier nochmal genauer um. Wir haben auf jeden Fall unsere Skulltees krass dezimiert. Wir sind jetzt bei 182 angekommen. Das heißt noch 18 Skulltees, dann haben wir es komplett. Ich denke, das war doch ein guter Erfolg in dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und falls ihr es noch nicht habt, gerne abonnieren. Ansonsten, ich mache gerne nochmal Werbung für meine Website. Die ist ja jetzt seit ein paar Tagen oder ja gut, schon einen Monat online. Zeldajunge.com, offiziell online jetzt. Könnt ihr gerne mal drauf gehen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da habt ihr eine Übersicht über alle meine Projekte. Schaut da einfach mal rein. Sucht euch was Schönes aus und genießt vielleicht da noch ein schönes Projekt am Wochenende. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Tschüssi!